Hallo, da sind wir wieder bei Dark Souls. Jo, hallo. Und wir probieren wieder den dicken Riesen in dieser Folge. Jorm. Den Jorm. Ja, der eigentlich echt, wie man ja schon einmal kurz sehen konnte, eigentlich wirklich billig ist. Ja, wenn man, machbar. Wenn man einfach nur schnell seine Taktik durchzieht. Ja, wirklich, da einfach nur seine Kombos raushaut, da seine komische Wind. Boah. Ich werde eine andere Taktik diesmal. Wow. Seine komischen Windsturmböen, was weiß ich. Ja, nicht? Ich leg das mal da unten raus, das ist ja... Das ist nervig, ne, ja. Ich hätte auch gerade gesagt, nimm mal eine Glut vielleicht, weil eben... Oder halt jetzt, du musst eigentlich noch einen Trank nehmen wenigstens, weil genau das kleine Stück, was dir gerade fehlt... Ja, das könnte sein. ...hat dir eben den Arsch gerettet. Ist halt ein bisschen ärgerlich, aber es ist wirklich so. Gut, jetzt sind wenigstens die Seelen weg. Nee, die sind vorne. Nee? Da, ich hab sie doch geholt und bin dann gestorben. Ach so. Da liegen sie. Hol ich den mal? Ja, und direkt dabei aufladen. Lad auf. Soll ich die so einsammeln? Jetzt. Schön. Das hat schon höhere Priorität. Nice. Okay, beim zweiten Mal steht er definitiv schneller auf. Ja, bist voll, alles klar. Und wie schön ausweichen hier. Boah, das schubst einen weg. Ach, nach links oder so? Ja, okay. Lad. Nee, ah, klar, ja. Zu spät. Schön, das reicht. Sehr schön. Okay, direkt weiter. Ah, mit ich wollte riskieren. Du hast die Ladung, das ist cool. Sehr schön. Oh shit. Oh nein. Shit. Hast du die Ladung? Nee. Egal, trink dich nochmal voll. Beide zwei Tränke. Egal, Scheiße. Schön. Ja, bist nur umgefallen, alles gut. Jetzt kannst du gut. Hast du Zeit mit Zeit, ne? Oder? Reicht's? Ja. Nein. Sieht gut aus. Oh nein! Dann macht er genau den. Oh, wie gemein. Ich war kurz davor, dass er es abfeuert. Ja, das war so gemein. Oh Mann, ey. Oh Mann. Damn it, ey. Noch einmal mehr gerollt, ey. Zum Scheiß. Das war echt super ärgerlich. Vor allem, man kriegt echt zwei umsonst im Prinzip am Anfang, ne? Ja. Einfach, weil er so lange gestaggert wird beim ersten Mal. Ja, und zwischendurch einen hatte ich auch fast umsonst. Ja. Wenn man weit genug wegsteht... Boah, das war ganz schön krass. Lalalala. Ah, das war so knapp, ärgerlich. Das wäre wieder ein Boss auf meiner Liste gewesen. Ja, das hast du dir auch gegönnt, aber es ist so wie ja dann wirklich ganz zum Schluss, kurz bevor du einfach das abgefeuert hast, hat er sich nochmal einfach nur so stumpf auf dich geworfen. Ja, dann hat er wieder diesen miesen Schlag direkt vor sich gemacht, mit dem Schwert quer, so. Den hast du nicht gehabt. Den hab ich nicht gesehen. Dann weiß ich nicht, woran es liegt. Boah. Oh Gott, treff ich nicht. Scheiße. Pit. Voll daneben, ey. Oh, das war glücklich. Gut für dich. Oh, das wird riskant. Ja, sehr gut abgebrochen oder nicht gemacht. Ja. Jetzt war definitiv safer. Jetzt glaub, bricht jetzt er richtig zusammen. Ja. Oh. Ja, hast schon. Fällt dann gar nicht gestaggert oh, worden. Oh, tot.
Nee, doch. Nee, das war wieder, das war auch der Schlag, der mich gerade getötet hat. Ja, genau. Genau der. Der wieder, ja. Der ist es. Das ist er. Aber ich dachte gerade, ich lebe noch mit einem Viertelchen, aber nee. War nix. Ja, aber scheinbar ist es doch ein Kopftreffer, wenn er so lange out of order ist, oder? Eventuell. Weil wenn man die richtig timet. Ja, mal gucken. Kann man das denn so gut kontrollieren? Naja, also ich meine, wenn du einfach frontal vor ihm stehst quasi und das machst im Prinzip, oder? Mehr ist es, glaube ich, nicht. Ja. Oh. Chihuahuas. Weil bisher immer, wenn wir frontal standen, hat er so halt voll in den Kopf reingekriegt auch. Meistens, ja, ne? Ja. Ups, zack. Ah ne, diesmal war es wieder... Hä? Nein! Naja, auf jeden Fall, wenn er so aufleuchtet quasi, ne? Oh, wo ist er, wo ist er? Wo ist der Riese? Wenn er so aufleuchtet, ist er richtig gestaggert. Wieder, jetzt, doch, jetzt, genau. Wenn die Hand so leuchtet, ja da. Strange. Warte ich trotzdem kurz, noch... bis er aufsteht. Ja. Sauber. Noch ein Staggerer mitgenommen. Nein. Ja, hast aber die Ladung. So, wie schnell der gehen kann. Wow, boah, das war gut. Ding, schön, sehr schön. Und jetzt noch einmal einfach weg, oder? Weg von ihm. Würde ich gerade schon sagen. Okay. Ja, jetzt hast du doch echt, oder? Ja, das reicht. Dicke. Bazzi! Das ist so episch einfach, ey. Oh geil. So geil. Sehr schön. Jawoll, eine Fürstenasche und die Seele und eine Cutscene. Die kam aber nicht bei mir, diese Cutscene. Aha. Und so, keine Ahnung, was wir jetzt gemacht haben. Ja gut, dann sind wir schon auf einem anderen Pfad, als du scheinbar warst. Ja, wie gesagt, definitiv. Vier verschiedene Enden. Ja, oder du hast sie weggeklickt, weil du so hart auf X gehämmert hast. Nee. Ich bin ja da ans Feuer und bin dann... Aber warum ist hier jetzt auch so eine lange Ladezeit? Ja, deswegen kann ich ja. Ist ein bisschen strange. Wurden wir jetzt weggebeamt? Wo sind direkt wir? Hier reingebeamt. Und da sitzt jemand auf dem Boden. Ja. Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be. A lord. Okay, hier war ich auf jeden Fall. Aber wurde ich auch hier hingebeamt? Nee. Muss doch so sein. Muss eigentlich schon so sein, ja. Bei der Statue des enthaupteten Ritters. Ach nee, weißt du warum? Weil man kann die ja in umgekehrter Reihenfolge auch machen. Ich habe den Riesen zuerst gemacht. Also. Ah. Dann erst den Aldrich. So, und wie komme ich hier jetzt wieder weg? Da unten ist ein Feuer, oder? Ja, hier rechts ist eins. Und unter unten auch, ja genau.
Hier rechts? Aber du kannst ja auch da hoch jetzt, hast du... Oder? Ach ne, wo musst du das Becken aufstellen? Doch hier direkt. Beim guck mal. Kopflosen Riesen steht da. Oh, okay. Kopflosen. Oder? Kopflose Riesenstatue. Oder nee, einfach nur kopflose... Ach, Ritterstatue, okay. Ach nee. Sind viel zu viele Scheißseelen, die wir hier haben. Und ich hab die Fat Roll. Ja, zieh halt das Schwert aus. Du hast nicht mal die vollen Tränke, ey. Das ist geil, die Fuß. Die Geräusche einfach, die... Geil. Boah, was das abgezogen hat, war nicht mehr normal, sag ich dir. Du bist auch nackt. Das ist der zweite Mal, den wir nackt gekämpft haben. Voll sinnlos. Ah ne, du hast nicht, deswegen hast du wenigstens nicht die Fettbrot. Aber wir kriegen halt so dermaßen... Boah! Pass auf, wie er ausrastet jetzt. Super. Ey. Alter, was du für ein Glück hast. Du hast genau in der richtigen Range, glaube ich, gestanden. Aber nice, bisher. Du packst den, wenn du so weiter machst. Ich sag dir, wenn du Mana brauchst, ne? Ich würde jetzt noch einmal und dann einen Mana-Trank nehmen. Ja, das war zu früh. Und das war mein Ende. Shit. Ja, wie kommen wir da wieder hin? Ich wollte gerade schauen noch, kannst du mal gucken bitte, jetzt, wie wir... Dachten die Uhr eigentlich? Wie wir an die Hexe kommen. Wir haben noch Zeit, Zeit. Wir haben noch gut Zeit, ne? Ja. Ja, wir brauchen den Schlüssel, hä? Ja genau, wo wir den Schlüssel finden einfach. Mhm. Das wäre nice. Ich versuche mal wieder dahin zu gehen. Ja genau, du musst nur da hochrennen, ne? Ja. Oh Mann, so viele Seelen. Naja. Oder? Was gab denn der Riese? Also wir hatten am Ende 56.000. Ah, okay. Zwei Level. Ach, pro Level? Ne, zwei Level haben wir. Ach so. Also sind das ja ungefähr. Wie lange das echt lädt, diese jetzt. Aber ich zieh mich mal um jetzt. Das war ja echt krass gerade, das ist. Ja. Ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht, ey. So. Und hier ist es halt jetzt wieder so cool, ne, mal wieder diese uralten Gegner vom Anfang zu sehen, einfach nur. Die so billig sind halt. Ja. Hey, der Schlüssel, der ist im Profaned Capital. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, das ist das, wo wir gerade waren. Gottlose Hauptstadt. Ja, da ist der Schlüssel. Ja, shit. Und zwar? Durch den Nebel noch einen mitbekommen. Alter. Toxic Swarm. Boah, ey, das ist... Oh Gott, ich bin tot. Okay. Was? Wie übertrieben er mich getötet hat. Ja gut, jetzt hast du wieder die Rüstung gehabt, aber du warst dafür nicht geglutet, so wie ich eben. Das hat sich ziemlich relativiert wahrscheinlich. Nee, ich wurde einfach viel zu oft getroffen. Er hat mich einfach nur getötet.
Das war ja voll krass. Also Toxic Swamp? Ach, wir haben da ja noch gar nicht alles nachgeschaut, auch stimmt, natürlich. Okay. Ja, da ist irgendein Toxic Swamp. Ja, wir hätten uns noch auf der anderen Seite fallen lassen können Und und da sind so so, ja. Centipedes. Okay, ja. Ich glaube, ich weiß sogar ungefähr, wie wir dahin. Also, ich weiß ziemlich genau, denke ich, wie wir dahin kommen. Oh. Alter! Boah, das Wo kann wäre ich denn ärgerlich nicht da rein? jetzt. Alter! Ja! Warum gehst du nicht da rein? Oh Gott. Hier oben ist noch einer, ne? Ja. Oh. Nicht zum anderen? Scheiße, Mann. Alter Schwede, ey. Also dafür dann die 56.000 zu verdienen, das wär Ja, ärgerlich ist ja gewesen. echt ärgerlich. Boah, die liegen ja ganz da Ja, hinten. die liegen richtig beschissen. Vor allem so gut für dich, was du immer so magst, an der Wand. Na, an der Wand. Nein, wieder viel zu früh. Okay, ging gut. War dafür halt die richtige Richtung. Ja. Soll ich mal Feuer Guck mal, wie ausprobieren? viel, aber wie viel mehr Damage du schon an dem machst jetzt. Du hättest ihn eben vielleicht sogar gepackt, hättest du die Ausrüstung angehabt. Leicht. Ich würde es weiter so machen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Funktioniert gut gerade. Jetzt zweite Phase. Zwei Schwerter jetzt. Und er macht jetzt auch diese Wirbelattacken und so. Genau sowas. Boah. Kurz hat er nicht gerafft, was abgeht. Habe ich das Gefühl. Das hat dir einen großen Vorteil verschafft gerade. Zweimal noch. Okay, jetzt musst du aufpassen. Boah, nice. Das war's schon. Jawohl! Krass! Krass. Waren es jetzt zwei Boss in einer Folge? Ja. Krass. Bei dem habe ich schon manchmal gehört, ey, da haben sich viele Leute PlayStation Plus für geholt. Warum? Weil der echt krass ist Damit man eigentlich. Leute dazu holen kann. Ja, Ja, genau. jetzt auf Range war er echt nicht so schwer, Ja, das muss man stimmt. Aber sagen. und gerade hattest du aber auch echt Glück in der zweiten Phase. Hat Ja, er so echt zwei, ein drei bisschen. Treffer hatte ich for free. Ja. Becken abstellen. Okay, jetzt gehe ich aber erstmal zurück. Ja, Mann, jetzt haben wir echt so viel Kram. Und danach holen wir auch noch die Hexe, oder? Würde ich sagen. Ja. Wir haben Haben sogar wir ja echt. viel geschafft gerade. Ja, wir haben Dann sogar noch. echt noch. Wir haben noch 5 Minuten knapp. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt schon die ganze Folge um. Das ist ganz schön abgefahren. Ja. Ein Boss geht noch. Ein Boss geht noch. Okay, dann lege ich erstmal die Asche hin oder wir holen uns erstmal das Item vielleicht. Hier muss ich Ja, drauf, genau. oder? Ja. Aha, that return. So. So, diese Sichel nehmen wir auf jeden Fall mit, oder? Seele Obwohl, von ach nee, das ist ja Dings. Aldrich, Okay, Wunder. das ist.
Wunder. Oh, was haben wir hier das unten? Das ist vom Riesen definitiv, ja. Guck mal, Jorms Großschild. Oh. Langbogen, okay. Sah aus wie ein Stab erst. Ja. Was hat der Riese noch da? Da, Jorm. Da, auch die Waffe von ihm, ja. Okay. Na gut, bringt uns alles nichts. Gerade. Seele der Tänzer. Nö. Ach, die haben wir aber auch gerade bekommen. Stellt viele TP wieder her. Ach so, ja, okay. Ist aber auch ein Wunder. Mit 45, krass. Den haben wir schon, alles klar. Ja. So, das war falsch. Das war andere, falsch. Genau, die andere. Der Riesenthron einfach halt auch. Aha. Der erste da. Und die andere Asche kannst du auch noch abgeben bei der Händlerin. Mhm. Das ist ganz geil jetzt. Jetzt einfach der Kopf ist. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir alle, oder? Ja, genau. Nur der in der Mitte fehlt halt noch. Ja. Und das ist ja der Prinz Lothric. Oder habe ich jetzt blödes Zeug? Welcher ist denn das nochmal? Ich hab's nicht gehört. Ich glaube, es ist blöd. Der Lothric. Okay, was gab's hier dazu? Wir kaufen hier eh nie was. Das ist so der der überflüssigste NPC von allen. Ich glaube, die gelbe Dings war's. Gelbe Asche. Gelbe Kügelchen. Oh, und der so. Sieht auch geil aus. Oh, der aus. Ist cool. Xanthus. Weißt du, das ist dieser Typ mit diesem komischen Helm, der immer so. Ah, der uns mal invaded hat in Dark Souls 1 in der gemalten Welt. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Der hat so einen ganz komischen, so wie so ein Bienenstock sieht der Kopf aus. Und ist so ganz, hat so einen ganz langen Hals. Weißt du, das ist Xanthus, aber es ist abgefahren. Ja gut, aber eigentlich sollten wir auch noch eine Rüstung da finden, ne? Ja. Hab das ja erzählt. Eine Zauberer-Rüstung. Ja, kriegen wir schon. Axanthus sah cool aus. Ja, und jetzt? Seelen ausgeben, würde ich sagen. Ne? Welcome Holmes. Very well. Then take Okay. Wir haben noch Zauberei. Mal gucken, wann kriegen wir hier einen Slot dazu. Einfach gar nicht. Ja. Mit 4 Leveln nicht. Und es hat das letzte Mal schon irgendwie 5-6 Level gefressen oder noch mehr, glaube ich. Da waren wir schon. Also, wir könnten noch auf Geschick gehen. Und sonst macht meiner Meinung nach eigentlich nur Vitalität oder Zauberei Sinn halt. Ja. Oder Glaube. Ja, aber ob wir das noch... Wahrscheinlich eher nicht, aber ich würde jetzt... wir müssten eigentlich erstmal die Hexe holen, weil ich glaube, da brauchen wir auch halt so eine Mischung aus Intelligenz und Glaube halt, weißt du? Um diese Dinger, diese Chaos-Dinger und so wirken zu können. Ja, oder wir versuchen die Aushöhlung mal umzukehren und kaufen uns von den Leveln die Dings zurück. Aber, ach, das ist so schwer. Dafür müsste man jetzt so viel wissen. Ja. Ja. Nee, komm, dann hol doch erstmal die Hexe, oder? Bevor wir das jetzt ausgeben hier. Aber, da sind Sinnlos. Dann ziemlich viele Seelen jetzt on the stake. Ja, ich das stimmt. Aber... Die kriegen wir doch auch wieder demnächst. Also, dann würde ich jetzt eher... Dann machen wir als nächstes Glaube. Wir geben bestimmt auch noch Punkte. Dann in Zauberei halt, ja. Okay. Meinst du? Ja. Ja, das ist das Einzige, was dann dazu noch Sinn macht. Also, das mit dem Geschick, ich glaube nicht, dass uns das wirklich weiterbringt. Schneller, ja. Ich glaube nicht, dass wir noch schneller werden halt. Da glaube ich nicht dran. Weiß ich nicht. Das ist halt die Frage, ich finde, wir müssen auch gar nicht so viel schneller werden. Ja, eben. War ja gerade schon ziemlich cool bei dem Bosskampf. Ja, wobei, also schneller ist immer besser natürlich, aber... Ich glaube, wir werden nicht mehr schnell. Ich glaube einfach nicht dran. Halt schade, dass das hier nichts zu Schaden gibt, oder? Ja, aber dafür halt mehr FP. Guck mal, wie viel einfach. Ja. Also, nochmal hier 40 fast drauf. Das ist schon hart. Da kannst du noch einmal, zweimal mehr so einen Feuerball casten. Naja, okay, das ist go. Schon geil. Oder Kondition könnte man auch immer mal drüber nachdenken. Halt. Ja, klar. Das würde sich auch jetzt am Anfang gerade halt extrem lohnen noch. Ich meine, dann haben wir mehr Ausdauer, oder? Was bringt das noch? Ja, Ausdauer. Und halt ein paar Resistenzen einfach, ja. Okay. Also. Haben wir überhaupt noch Zeit? Oder müssen wir jetzt ein Päuschen machen? Ja, wir müssen ein Päuschen machen. Okay. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wir finden die Hexe und holen vielleicht noch ein, zwei andere Sachen nach. Und dann geht's weiter. Genau, bevor es weitergeht. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.